Hi, grüß dich, es ist Freitag, das heißt Zeit für einen neuen Weekend-Flow. Heute geht es um deinen Daumen. Ja, es ist ein bisschen ungewöhnlich, ich weiß, aber es wird dir extrem gut tun, wenn du viel sitzt, wenn du viel am Schreibtisch sitzt und viel mit der Tastatur oder mit deinem Maus arbeitest, weil dann wird irgendwann dein Daumen betroffen sein. Ich bin der Tobias von deinefaszien.de. Ja, wie gesagt, heute geht es um den Daumen, vor allem hier um das Daumensattelgelenk. Ich selber habe da mal extreme Probleme mit gehabt. Das ist jetzt so, ja, 3 Jahre her, wo mein Sohn geboren worden ist. Und ich habe den immer quasi so getragen, weil mein Sohn ist immer schon als Baby auch schon neugierig gewesen und wollte nie so getragen werden, dass der Kopf zu einem schaut, sondern er wollte immer die Welt erkunden und schon in die Welt blicken. Ja? Also das habe ich gemacht, habe ihn von vorne so genommen und habe meinen Daumen mal abgespreizt. Ja. Was ist passiert? Ich habe hier extreme Probleme bekommen. Das ging so weit, dass ich mein Handgelenk schon gar nicht mehr richtig beugen konnte. Also so Liegestütz, gerade im Fitnessstudio als Trainer, ist ein bisschen blöd, weil Liegestütz macht man da öfters mal, konnte ich schon gar nicht mehr ausführen. Ja? Oder halt so Zugübungen, ging nicht mehr, weil ich extreme Schmerzen hatte. Und deswegen weiß ich, ja, wie wichtig es ist, dass man das auch wegbekommt. Und du musst da nicht operiert werden. Also wichtig ist nur, sobald du hier irgendwo im Handgelenk oder hier irgendwo Schmerzen hast, solltest du etwas dafür tun. Ja? Und die Übung ist sehr ungewöhnlich, wirst du jetzt gleich merken, aber sie tut extrem gut, weil sie auch direkt mit für deinen Unterarm ist. Ja? Also wie ich gerade schon am Eingang erwähnte, wenn du viel sitzt, ist die Übung richtig, richtig gut. Ja? Und jetzt machst du mal Folgendes. Du spreizst, ich mache jetzt mal richtig lang, du spreizst einmal deine Hand. Und jetzt machst du mit den Daumen erstmal so diese Bewegung. Immer wippst du mit den Daumen so ein bisschen rein. Ja? Jetzt gehst du mit den Daumen nach innen, jetzt beugst du ihn und jetzt schiebst du hier den Daumen nach da innen rein. Ich komme mal richtig nah, dass du es richtig siehst. Ja? Und dann merkst du schon, das zieht hier richtig im Unterarm mit rein. Also wenn du Karpaltunnelprobleme hast, ist das auch da richtig gut für. Und ich habe das Problem komplett wegbekommen. Also ich habe, natürlich habe ich es nicht sofort wegbekommen, muss ich auch dazu sagen, weil ich ja jeden Tag meinen Sohn so getragen habe. Ich habe sogar Elternzeit gemacht, 3 Monate. Das heißt, auch in dieser Elternzeit habe ich natürlich ihn täglich oft umhergetragen. Und der war schon Brocken, mein kleiner Sohnemann, wo der als Baby schon zur Welt gekommen ist. Und das hat natürlich meinen Daumen, ja, echt Spaß gehabt. Und wie lange habe ich gebraucht, bis ich es komplett weg hatte? Ich muss natürlich sagen, ich habe es erstmal ignoriert, wie du wahrscheinlich auch. Wie die meisten Menschen immer erstmal Schmerzen ignorieren. Auch den Fehler habe ich da gemacht. Entschuldigung. Und deswegen ist das Problem dann schlimmer geworden. Deswegen hat es dann gedauert, bis ich es wegbekommen habe. Insgesamt habe ich 4 Monate gebraucht und das Problem war komplett weg. Und ich bin nicht zum Arzt gegangen, ich habe es selber wegbekommen, indem ich so Übungen gemacht habe. Also nochmal, jetzt habe ich mich wieder ablenken lassen, so viel erzählt. Also aufspreizen, Daumen nehmen und jetzt diese Bewegung machen. Und jetzt machst du dabei noch mit dem Handgelenk diese Bewegung. Ja, also einfach mal so ein bisschen spielen in alle Richtungen. Und der Daumen macht immer hier zack, 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 zack. Und du bewegst deinen Daumen in alle Richtungen. Und jetzt machst du mit dem Daumen so eine Stechbewegung. Also du beugst ihn und streckst ihn in alle Richtungen. Und du wirst merken, boah, das ist richtig anstrengend für den Unterarm. Umso verspannter du bist, desto anstrengender ist es. Das heißt, du hast auf jeden Fall auch Bedarf. Ja, also wenn du viel mit der Maus arbeitest, viel mit der Tastatur, empfehle ich dir das. Jetzt, wie gesagt, hier und so. Zack, 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 zack. Ja, mal wie gesagt, heute ein etwas anderer Weekend Flow. Aber das gehört ja auch zu deinem Körper und ist auch wichtig, dass man was dafür tut. Ja? Und ich habe jetzt mal so gehört, auch da haben schon mehrere Probleme, nur man spricht nicht so darüber, über so das Daumensattelgelenk, über die Problematiken. Ja, und das Problem ist halt einfach, wenn du da nichts gegen tust, musst du halt irgendwann operiert werden, weil das alles so verklebt und du kriegst hier Probleme mit dem Karpaltunnel. Und dann geht es nicht mehr weiter. Ja? Ich habe schon mal in ein oder anderen Video, meine Mutter war zum Beispiel auch von betroffen, den einen Arm. Und sie hat auch nicht auf mich gehört, da musste natürlich operiert werden. Bei dem zweiten Arm habe ich ihr dann nochmal ins Gewissen geredet, weil der Arzt meinte, in einem Jahr sehen wir uns wieder, dann machen wir die andere Seite. Ja, aber der Arzt hat sie nach einem Jahr nicht mehr wieder gesehen. Warum? Weil sie mir dann geglaubt hat und meine Übung gemacht hat. Und siehe da, sie hat das Problem komplett wegbekommen. Ja, und deswegen, man hat zum Beispiel, gibt es ja Studien, die sagen, dass ungefähr
ja, bei den ganzen OPs, so Schulter-OPs, auch hier mit Carpaltunnel-Syndrom, dass ungefähr so 90% der OPs nicht hätten sein müssen, ja, wenn du im Vorfeld was dafür getan hättest. Natürlich, wenn du lange wartest, dann kommst du um eine OP nicht mehr drum rum, weil das dann so verklebt ist, das muss dann quasi rausgeschnibbelt werden und da der Tunnel vergrößert werden. Aber nimm die ersten Anzeichen wahr. Und ich wollte sogar dir empfehlen, wenn du sitzt, mach die Übung. Du kannst sie auch an der Arbeit machen. Mach sie bitte mit Beindaumen. Ja? Na, also nochmal hier, zack, zack, zack. Und in der Position, wo es am meisten zieht, da machst du ein bisschen länger rein. Und wichtig, nicht einfach nur halten, sondern immer die Position verändern mit den Daumen. Und einfach mal so ein bisschen spielen. Ja? Die anderen Finger so ein bisschen aufspreizen. Und dann halt mal mit den Handgelenken so, so zur Seite. Ja, und dann einfach spielen. Genau. Okay, das war der heutige Weekend Flow. Wenn du Fragen hast zum Thema, einfach mir einen Kommentar hinterlassen. Dann würde es mich freuen, wenn du diesen Kanal abonnierst, wenn du es noch nicht getan hast. Jeden Freitag gibt es einen neuen Weekend Flow. Für den ganzen Körper gibt es da immer Übungen. Übungen, die du auf keinem anderen Kanal hast. Ja, also ich wiederhole ja nichts, was andere schon vor mir immer gemacht haben. Nein, ich gehe anders vor. Ich orientiere mich an der Faszienstruktur und da muss man anders vorgehen. Und das Ganze auch ohne Hilfsmittel. Also wenn du meine Weekend Flows dir anschaust, du wirst da keine Übung finden, wo du irgendwas brauchst. Höchstens meine Wand oder ein Geländer. Das ist so das einzige Hilfsmittel. Ansonsten brauchst du nur deinen Körper, du brauchst kein anderes Equipment. Und hast den Effekt und fühlst dich super wohl. Das ist wirklich der Hammer. Probier es aus. Es ist einfach sensationell. Ja. Dann, wie gesagt, Kanal abonnieren und natürlich meinen Daumen hier hoch machen. Den kriegst du jetzt ja besser hoch. Probier's einfach mal aus. Der steht jetzt wie eine 1 wahrscheinlich, weil du ihn einfach lockerer gemacht hast. Und schreib mir einfach auch mal, wie du dich fühlst, wie sich das vom Unterarm fühlt, ja, wenn du die Übung gemacht hast. Okay, das war's dann für heute. Dann ein schönes Wochenende. Dein Tobias.